Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Heizkörper verkleiden kannst. Hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause stehen, es sei denn, ihr habt eine Bodenheizung bzw. eine Fußbodenheizung. Ja, und wie du so einen hässlichen Heizkörper verkleiden kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Auf geht's! Für dieses Projekt verwende ich meine geliebte Tischkreissäge. Und zwar habe ich damals mal einen multifunktionalen Werktisch dafür gebaut. Das sind mehrere Teile, die werde ich hier oben rechts im Eck verlinken. Als Material nehmen wir eine 19 mm starke Multiplexplatte. Ich schneide jetzt hier ein paar Streifen zu, das ist nachher vorne das Gitter, was ihr gesehen habt. Es stellt sich gleich heraus, dass das wirklich sehr, sehr viel Arbeit macht. Für diejenigen, die keine Tischkreissäge haben, beziehungsweise keinen Bock haben auf so viel Arbeit, ihr könnt das Ganze auch einfacher machen, indem ihr euch einfach Leimholz holt für den Korpus und einfach Dachlatten für die Streben. Ihr könnt hier sehen, das Ganze reißt ziemlich stark aus durch den Sägeschnitt und das beinhaltet wirklich ganz, ganz viel Arbeit. Ich habe das Ganze erstmal ganz grob geschliffen und danach mit meiner Kantenfräse, die Makita, Kabel gebunden. Darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich hier oben rechts im Eck verlinken. Ich weiß gar nicht, was ich heute mit meinem Verbinden habe. Und da habe ich mir quasi alle vier Kanten habe ich quasi abgerundet, damit später die Verletzungsgefahr, dass man sich so einen Schlitter zufügt, sehr gering ist. Hat natürlich wirklich ein paar Stunden gedauert, deswegen meine Empfehlung, die Mittelstreben, macht die einfach aus Dachlatten. Dann ersparst du dir um einiges an Arbeit. Im Anschluss habe ich dann natürlich nochmal Hand angelegt und das Ganze nochmal fein geschliffen. Sprich, wir haben oben eine Ablagefläche, links und rechts ein Seitenteil. Und in dem Seitenteil müssen wir ein Loch reinbohren. Warum, weshalb? So ein Heizungskörper hat ein Thermostat. Damit könnt ihr beispielsweise die Temperatur einstellen. Und um die Heizkörperverkleidung nicht jedes Mal abzunehmen zu müssen, bohren wir dort ein Loch rein. Und das machen wir mit einer Kreissäge. Lochsäge, so war das. Eine Lochsäge, und was ist das Ganze? Das ist eine Lochsäge, die hat verschiedene Einsätze drin, die könnt ihr dann rausnehmen, um verschiedene Radien zu sägen. Und wir verwenden hierfür den größten, damit wir auch wirklich schön und problemlos an unseren Thermostat ran können. Das ganze Tool ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr gerade bohrt. Und wenn ihr das Werkstück durchgebohrt habt, dann solltet ihr das, was ihr jetzt rausgebohrt habt, nicht gleich sofort anfassen und versuchen rauszunehmen, denn das ist sehr, sehr heiß. Also lasst das Ganze kurz abkühlen und dann nehmt ihr das überschüssige Bleibsel heraus. Im Anschluss verwende ich meinen Handtrimmer. Den habe ich neu von Bosch, 12 Volt. Da gibt es eine ganze Serie an Werkzeugen von Bosch. Ich habe auch ein, zwei schon in mein Werkzeugkonvolut und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Tool. Trotzdem möchte ich meine Makita nicht missen. Zur Verbindung nehme ich eine unsichtbare Verbindung und dafür kommt der Undercover Jig von Wolfcraft zum Einsatz. Was macht der? Der macht einfach Taschenmulden. Der bohrt quasi schräge Taschenmulden hinein und somit könnt ihr dann zwei Holzteile miteinander stumpf verbinden. In diesem Tool habt ihr wirklich alles. Die Schablone, ein Bohrer, ein Tiefenstopp, ein Bit, gewisse Schrauben, einen Inbusschlüssel, um das Ganze zu fixieren und natürlich dementsprechende Dübel, damit ihr auch die Taschenmulden später dann mit dem Dübel zukleben könnt. Im meisten Fall verwende ich diese Taschen beziehungsweise diese Dübel nicht, weil man diese Mulden gar nicht sieht, wie auch hier bei dieser Verkleidung. Später sitzt die Verkleidung an der Wand und man achtet gar nicht mehr darauf, dass da irgendwelche schrägen Taschenlöcher waren. Im Anschluss schleife ich das Ganze nochmal schön ab. Auch hier wieder der 12 Volt Exzenter Schleifer von Bosch. Im Übrigen, Plattenmaterialien könnt ihr ganz günstig bei Platten zwischen 24 beziehen. Die haben auch andere Plattenmaterialien und mit dem Rabattcode Mr. Handwerk
Ich weiß es nicht, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr noch mal ein bisschen was sparen. Um die Leisten anzubringen an den Korpus, habe ich mir noch mal drei Leisten zugeschnitten und im Bild gerade zu sehen, teile ich mir die Inneneinteilung an. Das mache ich mit einem 90-Grad-Winkel, sprich, ich habe mir eine Leiste angezeichnet und übertrage das andere Maß auf die anderen zwei Leisten. Das ermöglicht mir ganz einfach gleich die Streben ganz einfach mit Leim und einem Druckluftlakler festzuschießen. Und dafür benötigt ihr einfach eine Werkbank, die im 90 Grad ist, oder einfach eine Platte, sprich ihr legt euch diese drei Streben parallel zueinander hin, fixiert die eventuell mit Zwing. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Ganze auch wirklich im 90 Grad Winkel ist. Wenn das nicht so ist, ist nachher das Gitter wirklich schief und dann passt es nicht mehr im Korpus hinein. Also überprüft das Ganze wirklich sehr genau und im Anschluss misst bitte nochmal die Diagonale nach, sprich Eckpunkt zu Eckpunkt. Und wenn beide Eckpunkte gleich lang sind, dann habt ihr auch einen 90-Grad-Winkel. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das Ganze nicht macht, kann es dazu kommen, dass das Ganze nicht passt oder der Korpus ist schief und krumm und ihr ärgert euch später nachher. Das Ganze wird dann mit Leim fixiert und damit wir einen ordentlichen Druck haben, schieße ich das Ganze mit meinem Druckluftlakler fest. Ganz, ganz einfach. Zur Hilfe für den richtigen Abstand, nämlich hier unten im Bild zu sehen, ein Streichmaß. Da ist das passende Maß schon eingestellt. Sprich, ich muss die Latte einfach nur unten gegenhalten, drei Nägel hineinschießen und fertig ist das Ganze. Einen passenden Druckluftlakler, da bin ich auch noch auf der Suche. Ich verwende jetzt den hier von Makita mit Druckluft. Ich suche einen, der akkubetrieben ist, weil das mit dem Schlauch ist schon ein bisschen nervig. Bis jetzt habe ich leider noch keinen gefunden von Bosch, beispielsweise 12 Volt oder 18 Volt von Bosch & Home. Vielleicht wisst ihr da mehr, ob demnächst einer auf den Markt kommt oder vielleicht gibt es den ja auch schon. Als Leim kann ich euch ganz einfach den Holzleim von Uhu empfehlen. 57 Gramm Expressleim. Den gibt es, glaube ich, in drei oder vier unterschiedlichen Sorten. Einmal in Blau, wasserfest. In Schwarz ist der, glaube ich, für Kinderspielzeug geeignet, also lebensmittelecht. Sprich, mit diesem Leim könnt ihr nicht viel falsch machen. Ihr kriegt wirklich viel für ganz, ganz wenig Geld. Für mich unschlagbar. Die Nagellöcher habe ich dann im Anschluss zugespachtelt und dann geschliffen und ich habe hier, weil es ja schnell gehen muss, ein Zwei-Komponenten-Spachtel verwendet. Sprich, ihr habt einen Komponent, das ist die Spachtel oder der Spachtel und den anderen Komponent oben im Deckel, das ist der Härter. Das Ganze in Verbindung härtet wirklich ganz, ganz schnell aus. Es gibt auch drei unterschiedliche Farbtöne, findest du auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. So schaut dann die gesamte Verkleidung zusammengebaut aus. Und das ist wirklich mit ganz, ganz wenig Schrauben möglich, sprich für den Transport ideal. Ihr seht, so funktioniert dieses System von diesen Undercover Jig. Wir können hiermit hervorragend unsichtbar Platten miteinander verschrauben. Zack, fertig. Um das Ganze dann an die Wand zu hängen, verwende ich ein Aufhängesystem von Hettich. Das kennt ihr beispielsweise aus dem Möbelbau. Küchen beispielsweise, Küchenhängeschränke und das ist richtig, richtig toll. Es wird mit zwei Schrauben fixiert und ihr könnt damit später die Höhe sowie auch die Tiefe einstellen. So schaut der Heizkörper jetzt aus und was wir jetzt noch machen müssen ist ganz einfach zwei Löcher in die Wand bohren. Beibau hat sich das ein bisschen schwer erwiesen und dann zwei Hakenschrauben rein und dann könnt ihr das Ganze einhängen und mit etwas Glück passt das Ganze auch gleich beim ersten Mal, sprich das Ganze ist im Waage. Ja, ist in Waage. Und fertig ist das Projekt. Wer noch mag, kann das Ganze farblich gestalten. Dafür kann ich dir ganz klar einen Wood Primer empfehlen. Das ist eine Holzgrundierung. Die sprühst du einmal auf oder zweimal, lässt das Ganze trocknen. Dann gibt es einen Zwischenschliff mit so einem Schleifschwamm. Dann gibt es unterschiedliche Körnungen. Damit nimmst du nochmal die Holzfasern weg, die sich aufgestellt haben. Und danach lackierst du das mit einem Aqualack nach deinen Wünschen. Gibt es auch als Klarlack, so wie du möchtest. Fertig, so schaut das fertige Ergebnis aus. Wir sehen vom Heizkörper nichts und wir haben noch eine tolle Ablage geschaffen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Alle Infos zu diesem Projekt findest du unten in der Videobeschreibung, sowie Farben, Materialien und Werkzeug. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Dann wissen auch andere Zuschauer, dass sich dieses Video gelohnt hat oder dass sie sich das anschauen sollten. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin und viel Spaß beim Nachbauen, euer Mr. Handwerk. Ciao.